Consumer Electronics Show in Las Vegas hat als ein Thema Fernseher gehabt. Full-HD-Fans sind praktisch nicht mehr existent gewesen. Der Standard heute ist 4K. Das heisst Fernseher mit der vierfachen Full-HD-Auflösung. Die kommen unter unterschiedlichen Bezeichnungen auf den Markt. Der chinesische Hersteller Hisense nennt die OLED. Das ist nichts anderes als ein LCD-Fernseher mit einer Quantum-Dot-Hintergrundbeleuchtung. Die gibt es flach oder auch in gekrümmter Version. LG nennt seine Fernseher OLED-TVs. Das sind LCD-Fernseher mit einer Hintergrundbeleuchtung aus organischen LEDs. Ein Kennzeichen dieser Technologie ist ein Satz schwarz, ein anderes kurze Reaktionszeiten im Bereich von Mikrosekunden. LG bringt UHD-OLED-TVs auf den Markt, und zwar ab 55 Zoll. Im Laufe des Jahres ist auch ein 77 Zoller angezeigt, der sogenannte Flexible OLED-TV ist. Das heisst, einer, den man wählen kann, ob er flach oder gekrümmt sein soll. Bei Samsung heissen die 4K-Fernseher SUHD-TV. Für was das S steht, ist nicht genau klar. Auf jeden Fall sind es LCD-Fernseher mit einer Hintergrundbeleuchtung basierend auf Nanokristalltechnologie. Analog wie bei der Quantum-Dot-Technologie, die Hisense einführt. Samsung hat einen 105 Zöller gezeigt, wo man wählen kann, ob er flach oder gekrümmt sein soll. Ebenso haben sie einen 110 Zöller 8K-Fernseher gezeigt. Sharp, als eigentlicher LCD-Pionier und OEM-Hersteller, präsentiert an der CES vor allem technologische Spezialitäten. So ein wirklich runden, bogenen LCD-Bildschirm, den man für Werbezwecke einsetzen kann. Oder die Freeform-LCDs, das heisst LCDs, denen man eine beliebige Form geben kann. Sie müssen also nicht mehr quadratisch oder rechteckig sein. Ebenso zeigt Sharp ein 8K-LCD-TV mit 85 Zoll Bilddiagonale. Also mit der 16-fachen UHD-Auflösung. Sony führt bei seinen 4K-Fernsehs Android-Betriebssystem ein. Das heisst, man kann auf ihnen gamen oder man kann sie per Sprache steuern. What's the weather in Las Vegas? Als Highlight führt Sony den 4K-Fernseher Bravia X900C ein. Er hat eine Decke von nur 4,9 mm. Das heisst, er ist schlanker als ein übliches Smartphone.